Für den ersten Talk heute werden wir elektromagnetische Strahlung visualisieren im Bereich der WLAN-Strahlung. Der Sprecher hat sein Junior-Forschungsprojekt und einer seiner Studenten hat dieses Projekt gemacht. Und ja, vielen Dank. So, good morning and ja, guten Morgen. Thanks for having me here. Und vielen Dank, dass ihr mich hier habt auf diesem Kongress. Ich habe ihn schon sehr genossen. In diesem Vortrag möchte ich auf kabellose Signale anschauen, von einem ganz anderen Standpunkt. Wenn wir kabellose Signale denken, dann denken wir meistens an Datenpakete, Nachrichten, Laufzeiten, Protokolle und so weiter und so fort. Aber wir können sie anschauen, aber von einem ganz anderen Standpunkt anschauen. Von dem Standpunkt, dass es eigentlich nur Licht ist. Das ist eine ziemlich starke Aussage, aber sie ist eigentlich sehr genau. Also von einem Physiker aus, ein kabelloses Signal ist eigentlich dasselbe wie ein Laserstrahl oder das Licht, das von der Sonne kommt. Es ist einfach nur elektromagnetische Strahlung, die von den Maxwell-Gleichungen beschrieben wird. Also eine oszillierende elektronische und magnetisches Feld. Der einzige Unterschied ist, dass man die Wellenlänge von diesen Signalen wesentlich länger ist als das sichtbare Licht. Also das sichtbare Licht hat eine Wellenlänge von ungefähr einem Mikrometer und die Signale in unseren Geräten haben eine Wellenlänge im Bereich von einigen Zentimetern bis mehreren 10 Zentimetern. Und ein weiterer wichtiger Unterschied ist, dass man sie nicht sehen kann. But from a physicist's perspective, this is very. Und von einem Physiker aus, für einen Physiker ist das sehr interessant, weil das hat sehr überraschende Auswirkungen, denn das heißt, dass unsere moderne Welt eigentlich total hell ausgeleuchtet ist von den ganzen kabellosen Geräten, die wir benutzen. Also dieser ganze Raum hier strahlt eigentlich in tausenden Farben, aber die können wir einfach nicht sehen, weil sie eben in der Mikrowellenlänge. Das impliziert aber auch, dass es ein großes Potenzial für Sicherheitslücken gibt für diese Geräte, denn jedes Gerät, das man benutzt, to your environment, no matter what you do. Also es wird ein dreidimensionales Bild meiner Umgebung an die Welt übertragen, egal was ich tue. Und das hat uns nachdenklich gemacht. Wir haben darüber nachgedacht, ob wir das aufzeichnen können und ob wir das Bild zeigen können. Ob wir eine Kamera bauen können, die diese Form von Wellen sichtbar machen kann. Und damit wir die Welt so sehen können, als wenn unsere Augen in diesen Wellenlängen sehen könnten. Um das mal abzukürzen, wir haben es geschafft. Und hier ist das Ergebnis, was wir bekommen haben. Das ist ein Bild von unserem Labor. Und das Bunte, was du siehst, das ist Wi-Fi. Das sind Wi-Fi-Wellen von dem Router hinten im Raum. Und wir können sehen, wie das durch den Raum geht und sich bewegt. Und wir können Objekte sehen, die wir im Labor hinstellen, werfen Schatten. Und jetzt im Rest des Vortrags werde ich euch darstellen, wie wir das gemacht haben und wofür es nützlich sein könnte. Und dass wir denken, das ist schon eine ernstzunehmende Sicherheitsproblematik. Ich möchte mal mit einer gröberen Übersicht anfangen und euch ein bisschen sagen, was in den vergangenen Jahren hier so passiert ist.
Also so diese elektromagnetischen Wellen zu hacken und was für nützliche Informationen man da rausholen kann, das ist schon ein lebendiges Forschungsfeld geworden. Wir waren nicht die Einzigen, denen das aufgefallen ist und dass das eine interessante Sache ist, sich anzuschauen. Da waren andere Labors, die andere Richtungen zu diesem Thema angeschaut haben, die Wi-Fi-Wellen angeschaut haben. Und im MIT ist hier ein Ergebnis. Die ändern Wi-Fi-Router in so einer Art und Weise, wo sie ausnutzen, dass moderne Router ein Antennenarray haben, also ein Gitter von Antennen haben, und sie nutzen dieses Gitter, um den Strahl der Daten auszurichten in eine bestimmte Richtung, zu bündeln in eine bestimmte Richtung. Das heißt also, der Router kann entscheiden, ob er nach links oder nach rechts schickt. Und das kann man nutzen. Und man kann also einen Strahl in zwei Dimensionen nachverfolgen und auf bestimmte Dinge schauen. Und wenn man hier schaut, das ist was, da kann man in den Raum schauen und wenn man in den Raum reinschaut, dann kann man von den Reflexionen ein Bild machen. Das ist, was man auf der rechten Seite gesehen hatte. Man kann auch einfach nur Dämpfung finden. Also ich nehme einen Router und einen Empfänger und ich messe einfach die Dämpfung zwischen den beiden. Und wenn ich das auf einer beweglichen Plattform montiere, zum Beispiel einer Drohne, dann kann ich Sender und Empfänger um ein Gebäude rumfliegen und jede Sichtlinie, jede gerade Linie kann ich darauf überprüfen, wie stark sie dämpft. Und daraus kann ich ein dreidimensionales Bild erzeugen, so wie das hier in dem Bild gezeigt worden ist. Also es ist schon einiges gemacht worden. Aber diese vorangegangene Arbeit hat noch nicht die Antwort zu dem geliefert, was wir gefragt haben. Wie würde die Welt durch Wi-Fi-Augen aussehen? Also wir haben jetzt noch nicht die Qualität eines Insektenauges herstellen können. Look at different directions, either by directing a beam into some direction or by. Wir haben entweder einen Strahl in eine bestimmte Richtung geschaut oder wir haben die Dämpfung in einer bestimmten Richtung gemessen und dann verschiedene Winkel und damit halt ein Bild zur ganzen Welt zusammengesetzt. Aber unser Labor wollte wissen, ob wir ein volles 3D-Bild erzeugen können, so wie wir das mit sichtbarem Licht machen. Und wir haben darüber nachgedacht. Und es ergibt sich, dass man das tun kann und dass es sogar relativ einfach ist. Also Holographie ist, wie man dieses Problem lösen kann. Hologramme habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen. Das sind diese wirklich beeindruckenden Bilder, die dreidimensional aussehen, wenn man sie anschaut und man kann sie drehen und man kann Objekte aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen. Die sehen nicht wie ein Foto aus, sondern die sehen ganz eher aus wie ein Fenster in eine virtuelle Welt, die eingefroren ist durch dieses Foto oder dieses Hologramm. Und man kann die sogar in einer relativ einfachen Art und Weise herstellen. Man braucht noch nicht mal eine Linse. Man muss nur das Objekt mit kohärentem Licht beleuchten und das auf einer Kamera aufnehmen, die phasensensitiv ist, die phasenempfindlich ist. Also lasst mich das mal in einer more sichtbaren Art erzeugen. Ein two-dimensional photograph, which we usually take. Also wir erfassen mehr Informationen in dem Hologramm als in einem normalen Fotograf. The usual photograph only captures
intensity of light. Ein normales Foto erfasst nur die Stärke, die Intensität. Und das Foto wird hell oder dunkel. Aber das ist auf eine 2D-Fläche, zweidimensionale Fläche beschränkt. Ein Hologramm kann mehr machen. Ein Hologramm ist eine phasenkohärente Aufzeichnung. Das heißt also, das erfasst nicht nur die Menge Licht, die dort erfasst wurde, sondern auch die Richtung, aus der das gekommen ist. Das heißt also, in einem Hologramm friert man die ganzen Lichtstrahlen, die auf diese Fläche auftreffen, auf. Und in einem Hologramm erweckt man sie wieder zum Leben. Das heißt also, wenn man das Hologramm anschaut, dann sieht man diese ursprünglichen Lichtstrahlen und ihre Richtung. Und wir können eine dreidimensionale Sicht darauf kriegen. Is that done? So, wie wird das gemacht? Das wird eben über diese phasenkohärente Aufzeichnung gemacht. Das ist dieser technische Ausdruck, fängt diese Idee von der Aufzeichnung von Richtung zusammen mit Intensität. Um zu sehen, wie das funktioniert, muss ich jetzt nochmal zum Punkt zurückkommen, dass Licht eigentlich nur eine elektromagnetische Welle ist. Und Wellen, genauso wie Wellen auf einem See, haben Berge und Täler, also Bereiche, wo das elektrische Feld sehr stark oder auch sehr schwach ist. Und diese Berge und Täler bewegen sich im Fort. Wenn man jetzt einen Stein in einen See wirft und man die Wellen, die daraus entstehen, beobachtet, dann merkt man, dass diese Wellen immer orthogonal zu den Bergen und Tälern sich fortbewegen. Die Richtung dieser Welle ist also gewissermaßen in der Differenz zwischen diesen Bergen und Tälern encodiert. Das heißt, wenn man jetzt ein Foto machen könnte, indem man auch registrieren könnte, ob jetzt der Berg oder das Tal zuerst kam, dann könnte man auch die Richtung aufzeichnen. Und das ist, was man braucht. Also man braucht eine Lichtquelle, wo diese Berge und Täler sehr definiert sind. Das ist das, was man eine kohärente Lichtquelle nennt. Und man braucht eine phasensensitive Kamera, die eben aufzeichnen kann, ob jetzt das Berg oder das Tal zuerst kommt. Es stellt sich heraus, dass das ziemlich schwierig ist im optischen Bereich. Leute haben das hinbekommen, aber es war so ein großer Durchbruch, dass man dafür einen Nobelpreis bekommen hat vor 40 Jahren. Glücklicherweise ist es eigentlich viel einfacher, wenn man das im Radiobereich macht, also im Bereich der Radiowellen. Denn die Frequenz ist wesentlich kleiner, geringer als bei sichtbarem Licht. Das heißt, wir können also wirklich jeden Berg und jedes Tal aufzeichnen, indem man einfach die Welle mit einem guten Oszilloskop aufnimmt. Und das insbesondere bedeutet, dass es möglich sein sollte, Holographie von diesen kabellosen Signalen machen zu können. Also wir haben hier ein experimentelles Setup ausgedacht, in dem wir eben ein Bild von einem zweidimensionalen Ebene machen. Wir zeichnen die Helligkeit und die Phase des Mikrowellenlichts auf an jedem Ort im Raum und nutzen das, um ein virtuelles Bild der Welt zu konstruieren. Das ist genau, wie wir es gemacht haben. Das ist unser experimentelles Setup. Wir wollten explizit Licht von beliebigen Geräten aufzeichnen. Das heißt, die Lichtquellen waren immer kommerziell direkt aus dem Laden WLAN-Router, denen wir gesagt haben, okay, lade einfach ein großes Video von YouTube runter, dass wir halt eben viel Traffic haben. Aber wir machen keine Annahme über die Art von des Signals, das ausgehen. Das könnte verschlüsselt sein, könnte aber auch Plaintext sein. Dann haben wir gewisse Objekte in den Weg des Lichts gelegt und haben dann schließlich diesen Strahl von Mikrowellenstrahlung aufgezeichnet mit einem Scanner, so wie beim Scanner.
Es ist leider sehr teuer, so ein Mikrowellenkamera zu bauen. Aber im ersten Schritt ist es einfacher, eine einzelne Antenne zu nehmen und mit der einfach den Bereich abzufahren. Das, was wir getan haben, wir haben eine Antenne, die auf einer Scan-Plattform steht, und wir vergleichen das Signal eben zu einer Referenzantenne. So sieht es im wirklichen Leben aus. Also, es sieht nicht so fancy aus, das war nicht das billigste Experiment, in dem ich je beteiligt war. Wir haben einfach ganz normales Pressholz und Fischertechnik-Werkzeuge benutzt, um das zu tun, um dieses Problem zu lösen, dass man die Antenne scannt. Also, aber es hat tatsächlich gut funktioniert und konnte diese Bilder aufnehmen. Das Signal, das wir mit diesem Setup bekommen, ist eine Welle. Eine Welle, die wir aufzeichnen können mit einem Oszilloskop und die wir in der Tat zweimal aufzeichnen. Einmal von der Scan-Antenne, das ist das, was nachher die Bilddaten gibt, und einmal von der Referenzantenne. Also wir machen keine Annahmen über das Signal, das übertragen wird. Das heißt, wir können uns nicht darauf verlassen, was für Bits und Bytes hier übertragen werden. Aber es stellt sich heraus, dass, wenn man jetzt hier eine Fourier-Transform macht und sie durcheinander teilt, dann kann man gewissermaßen dieses Signal normalisieren zu dieser Referenz. Und man bekommt eine virtuelle zweite Welle, wo das Bit-Muster sich ausgleicht. Und man kann die Phasenverzögerung ausmessen. Also für jeden Pixel haben wir ein paar Datenpunkte, wie oben rechts gemacht. Wir machen Verarbeitung und bekommen dann nur die kohärente Welle. Und am Ende bleibt dann so etwas übrig wie hier im unteren Teil des Bildes. Wir machen das für jeden Pixel. Und für jedes Pixel bekommen wir die Helligkeit, die Amplitude und die Phase, also die Richtung des Strahls. Und wir kriegen das für einen großen Bereich von Frequenzen, weil WLAN auf mehreren Frequenzbereichen läuft. Also man kann mehrere Kanäle haben, und wir haben dann so ein Datenset. Das ist also ein Hologramm. Also leider nicht etwas, was man jetzt einfach verstehen könnte, indem man es anschaut. Das heißt, weil wir das eben nicht sehen können, das heißt, wir können die Strahlung nicht selbst sehen, und selbst wenn wir es so aufzeichnen, dann ist die Information, die wir daraus ziehen können, nicht sehr sinnvoll für uns. Aber zum Glück gibt es gewisse Rekonstruktionsalgorithmen. Das Problem wurde in der kohärenten Optik schon gelöst, wo die Leute dreidimensionale Bilder rendern können, wie ein Hologramm aussehen würde. Einfach durch das Verstehen, wie das wenn man das scannt. Wenn das in den richtigen Algorithmus steckt, dann kriegt man eine 3D-Anschauung von diesem Hologramm, ohne es im wirklichen Licht zu betrachten. Und das kann man auch mit Mikrowellenstrahlung machen. Von diesem Hologramm haben wir jetzt dreidimensionale Ansichten rekonstruiert. Wir haben das gemacht, und das ist das Test-Setup, das am besten funktioniert hat. Das heißt, wir haben einen kommerziellen WLAN-Router im Hintergrund, hier im Labor, das steht in Mitte drauf, und wir haben ein paar Objekte in den Strahl gestellt, die absorbieren sind, also Aluminiumfolien. Und dann haben wir ein Hologramm aufgenommen in einer Ebene, die man hier nicht sieht. Und wir geben diese Daten dann in diesen Algorithmus, und auf diese Art und Weise können wir jetzt ein dreidimensionales Bild rendern, das so aussieht, wie als ob wir eben Augen hätten, die WLAN-Strahlung sehen könnten. Wir können jetzt also, dadurch, da das dreidimensional ist, können wir tatsächlich diese Sicht rekonstruieren. Wir können aber auch verschiedene Ebenen fokussieren. Und das ist das, was wir hier machen. Also das erste Interessante zu tun ist zurück in die Emitter-Ebene zu gehen. Also wenn man jetzt also in die Ebene des WLAN-Routers geht, dann sieht man sehr schön einen sehr hellen Punkt im Bild.
was die, das ist Bild von dieser leuchtenden Glühbirne in diesem Mikrowellenbereich. Das ergibt sich, dass das Bild nicht so besonders schön ist, wenn man es so macht mit einer Frequenz, mit einer Wellenlänge von Licht. Dann kriegt man Speckles, so nennt sich das. Wenn das Mikrowellenlicht in einem Labor die ganze Zeit hin und her geht und überall abgestoßen wird, dann gibt es Interferenzen und die sehen hier aus wie diese Wolken. Wir können aber das Experiment für unterschiedliche Frequenzbänder wiederholen. Und wenn man diese Bilder dann übereinander legt, dann kriegt man ein viel saubereres Bild. Und da wird es ganz deutlich, dass der Router der hellste Punkt hier drin ist. For microwave light, it's essentially straightforward. Also für Mikrowellenlicht ist das ziemlich einfach. Und jetzt können wir hergehen und können unterschiedliche Ebenen in den Fokus nehmen. Wenn wir also jetzt vom Sender in das zum Objekt uns bewegen, dann sieht man, wie der Strahl sich verbreitert und es gibt einen Schatten in dieser Lichtwelle. Wenn man also jetzt leicht drunter oder drüber fokussiert, dann verschwimmt es. Und das heißt, es ist ein echtes 3D-Bild. Wenn man in das falsche Bild, in die falsche Ebene fokussiert, dann wird es unscharf. Das ist sind die Daten, die wir eingesammelt haben. Es gibt noch Potenzial für weitere Datenverarbeitung hier an der Stelle. Es gibt einige sehr mächtige Bildverarbeitungsmethoden. Hier machen wir normale Fotos und dann machen wir clevere Sachen zur Verstärkung. Es gibt Dunkelfeldmikroskopie. Man kann die Polarisierung des Lichtes verwenden. Oder man kann Dinge verstärken, die nur schwach reflektieren. Und man kann die Hologrammdaten natürlich numerisch nachverarbeiten. Das heißt, man kann schauen, wie sieht die Welt aus, wenn man... And questions like that. Man kann also nach dem Brechungsindex gehen und kann danach suchen oder dunkle Dinge heller hervorheben. Also wir haben jetzt eine Analogie zwischen Wi-Fi und Optik hier gemacht. Und hier sind ein paar Worte aus beiden Domänen, wie man die ineinander übersetzen kann. Also das Wi-Fi-Signal, was wir normalerweise als Pakete ansehen, das ist im optischen Bereich das Licht. Es gibt jetzt hier Farben im optischen Bereich und man könnte Signale hier aufteilen nach Signalen, die verschickt werden. Signals with different bit patterns in a way correspond to different colors. Signale mit unterschiedlichen Bitmustern sind eigentlich unterschiedliche Farben. Das heißt, wenn wir unterschiedliche Sender in dem Bild haben, dann könnte man im Prinzip jedem Router im Raum eine andere Farbe geben. Das wäre mal ein interessantes Experiment. Die Bilder werden besser, wenn man mehr als ein Frequenzband verwendet. Wenn wir die Bandbreite im Wi-Fi-Bereich verbreitern, zum Beispiel mit Radar, wenn ich was über das... So, dann der nächste Ansatz ist, dass man sich für die Umgebung interessiert und nicht für das Signal, dann schaut man über Zeitdomänen und zwar Abschnitte da drin. Und das ist wie Fotografieren.
Und das andere ist, dass man die Verzögerung misst. Und daraus kann man, da ist im Lichtbereich die Phase oder die Richtung die Analogie. In diesem Bereich gibt es unterschiedliche Journals, Publikationen. Und da muss man, wenn man was publizieren will, sagen, warum es das denn wert wäre, publiziert zu werden. Und die Argumente sind immer, dass es eine unerwartete Entdeckung ist, dass es ein großer Schritt weiter ist. Dass es und was wir geschrieben haben, ist, dass es allen Physikern wunderbar gefällt und dass es sehr ansprechend für Physiker ist. Und mit diesem Argument sind wir tatsächlich reingekommen. Viele Leute haben das sehr interessant gefunden. Und das ging sogar über die Wissenschaftler hinaus. In den Medien und in Firmen ist das auch sehr interessiert angenommen worden. Im zweiten Teil möchte ich anschauen, was wir damit tun können. Wird es jemals nützlich sein? There is a very obvious answer. Ja, aber wofür könnte man es benutzen? Es gibt eine offensichtliche Antwort. Wenn ihr die Antwort nicht habt, dann kann man es in Russia Today nachschauen. Wi-Fi and phone signals could be used to map your home. This could be used to map your home. So you may wonder whether I know some people say. Also damit kann man das zu Hause anschauen. Also Russia Today wird ja mal als Fake News bezeichnet, aber das hier ist jetzt keine Fake News. Man kann diese Idee verwenden, um bei anderen Leuten ins Zuhause reinschauen. Und ich möchte das optimistischer darstellen. Man kann es für Sicherheitsanwendungen nutzen. Und das hier ist, was es in Medien darüber zu sagen gab. Kann mein Nachbar mich im Badezimmer sehen, wenn ich mein Telefon da liegen habe? Und das sind Fragen, auf die man antworten muss. Wäre das möglich? Und prinzipiell sieht das so aus. Das heißt also, wenn ich da in einem Raum rumlaufe, dann wird mein Körper Wellen reflektieren. Also ich persönlich bin skeptisch, dass das wirklich funktionieren würde. Erinnert euch daran, wie das bei uns ausgesehen hat. Das ist bei uns ein großes Gerät und es wird immer groß bleiben. Du brauchst über eine große Fläche brauchst du diese Information. Denn das ist die Grundlage dieser Forschung. Das heißt, wenn man es auf eine Drohne packen würde, dann müsste man um das Gebäude in alle Richtungen drumherum fliegen und das würde bestimmt schon auffallen. Und außerdem passiert das auch jetzt schon. Für viele dieser Anwendungen braucht man nicht wirklich Imaging. Das ist ein Bonus, aber man kann eine ganze Menge über die Welt lernen, indem man das Signal an einer Stelle im Raum anschaut. Es gibt also jetzt Firmen, die Systeme verkaufen, wo du einen zweiten Router in deinen Raum tust, der schickt nichts, sondern und der ist nicht für Kommunikation genutzt, sondern der schaut sich eher an, was denn da in deinem Raum alles rumfliegt. Und analysiert das in einem sehr großen Detail. Und damit kann man eine gute Idee bekommen, ob es Leute in dem Raum gibt, ob die da rumlaufen, ob die vielleicht aufs Klo gehen, ob die in die Küche gehen. Also unsere Methode ist zu aufwendig. Dass es zu aufwendig ist, dass es kein Sicherheitsproblem ist. Wenn deine Überlegung ist, dass Wi-Fi Leaks hat und benutzt werden kann, um zu spionieren, ja, dann stimmt das. Aber wenn man das als Sicherheitsanwendung verkaufen will, dann gibt es ein weiteres Problem. Und das Problem ist, wenn Leute bereit sind, viel Geld auszugeben, um ein teures Gerät zu kaufen
und dann wird es ein speziell dafür hergestelltes Gerät und den Sender und den Empfänger zusammenzupacken. Dann kann man Ultra Wideband verwenden. Und das macht für uns alles kaputt. Also die Idee, die man benutzen könnte, ist, wenn man hier ein Radar oder ein Röntgenstrahl für Räume haben will, wenn ich also das hier aussende und dann die Verzögerung messe, dann kriege ich eine Auflösung, die mit der Bitrate des Signals verwandt ist. Das ist das Inverse der Bandbreite. Diese Pakete sind sehr breit. Und wenn die Pakete breit sind, dann geht die Auflösung wird schlechter. Wi-Fi ist ein ganz schlechter Weg dafür. Also wir haben hier nur 20 MHz für 2,4 GHz Ding und Wi-Fi und das sind 10 Meter. Wenn ich einen spezialisierten Sender baue, dann kann ich das weglassen und dann kann ich einen Sender bauen, der eine viel höhere Bitrate hat. Also ich gehe da hier von Gigahertz zu 10-mal so viel. Und wenn ich also ein Signal aussende, was über alle Frequenzen bis 10 Gigahertz runtergeht, dann komme ich bis auf Zentimeter Auflösung runter mit Radar. Und das wird tatsächlich gemacht. Ich habe ein bisschen am Internet geforscht. Für die Sicherheitseinheiten gibt es hier Tools, mit denen man nach Rohren suchen kann. Man tut die man legt die ja von außen auf die Wand und dann braucht man ein paar Sekunden und dann sagt einem das, wo die Menschen im Raum sind. Sicherheitsanwendungen sind wahrscheinlich recht interessant, aber es ist nicht realistisch, dass das dafür genutzt werden kann. Lass uns was anderes anschauen. Lass uns mal Ingenieure im öffentlichen Bereich anschauen. Also es gibt schon solche Geräte, aber die funktionieren nicht so besonders gut. Man kann das verbessern. Und die Frage ist, ob wir hier helfen könnten, zum Beispiel Rohre in der Wand zu finden. Ich möchte mich auf das verlassen, was von drahtlosen Geräten in anderen Räumen ausgesandt wird. Und ich möchte das nutzen als eine Beleuchtung dieser Wand mit Mikrowellenlicht. Und die Kabel oder Rohre in der Wand würden einen Schatten werfen. Und wenn ich ein Hologramm davon aufbaue, dann könnte ich das Bild wiederherstellen und halt sagen, ja, hier ist ein Rohr und da ist eine Leitung. Es würde zwar vielleicht gehen, aber wir könnten unser Gerät von einer einzelnen Antenne aufbauen zu einem eindimensionalen Array, dann hättest du halt eine Linie von Antennen und das können wir dann einfacher bewegen und dann könnte ich ein Bild kriegen. Aber leider habe ich auch hier das Problem, dass ich im Wettbewerb mit Ultra Wideband bin. Und wenn ich sowieso schon sowas baue, dann ist es nicht mehr so wirklich teuer, einen Breitbandsender mit einzubauen und sowas wie Radar zu machen. Und hier diese Firma Wallabot, die bietet das an für Smartphones. Das steckt man in ein Smartphone rein und zeigt dir dann, wo das Rohr ist. Da ist starker Wettbewerb hier, aber wir könnten zu unserem Vorteil Wellen nutzen, die von hinter der Welt kommen. Das heißt also, vielleicht haben wir an der Stelle einen kleinen Vorteil. Könnte man drüber nachdenken.
Es gibt eine Sache, über die wir nachgedacht haben, dass es vielleicht eine ganz gute Idee wäre. Und das ist, Sender durch Gebäude zu verfolgen. Und das ist ein wichtiges Ding. Das wird immer mehr wichtig, weil die IoT-Geräte, die Internet of Things-Geräte immer häufiger werden. Und wir wollen ja wissen, wo die sind. Wir wollen wissen, wo ein RF-Empfänger oder ein Tag oder so ist. Im Prinzip könnte man in der Decke ein großes 2D-Gitter von solchen Antennen einbauen. Und damit könnte man in Echtzeit die ganzen Wi-Fi-Router und Telefone, die da sich durch den Raum bewegen, verfolgen. Wir haben also ein 3D-Modell von einer virtuellen Speicherhalle oder gebaut. Und die Bilder, die wir kriegen hier in diesem Modell, das ist vielversprechend. Es sieht so aus, als ob wir die auf Zentimeter Genauigkeit oder Dezimeter sind es hier, mit Videogeschwindigkeit verfolgen. Hier auf der rechten Seite ist die Wiederherstellung aus den Hologrammdaten. Wenn man von oben im Gebäude durch, da schauen wir durch die verschiedenen Ebenen. Und man sieht, wie lauter Schatten von den Strahlen gemacht werden, bis man unten am Sender ankommt, der in Zentimeter Auflösung ist. Aber es wäre leider sehr teuer. Man bräuchte ein großes Array von Antennen. Das ist wahrscheinlich nichts, das man sofort irgendwie tun könnte. Aber wenn wir mit Firmen reden, dann stellt sich heraus, dass es eine Lösung gibt, die so eine Zwischenlösung ist, wo es wahrscheinlich sehr interessant werden könnte. Es ist gewissermaßen eine reduzierte Implementation von diesem Schema. Anstelle jetzt ein volles 2D-Array nehmen, man könnte eindimensionales Array nehmen, wie zum Beispiel so ein Zauberstab. Das würde selbst immer noch die Aufnahme des Bildes beschleunigen. Also man könnte tatsächlich Bilder von großen Skalen, also großen Strukturen nehmen, in einem Zeitbereich von einer Minute bis zu einer Stunde, wenn man dieses Gerät eben über diese Struktur fährt, zum Beispiel mit einer Drohne oder mit einem Auto. Und sobald man diese Daten hat, könnte man dann eben in das Gebäude reinschauen mit einem WLAN-Augen und dann verstehen, wie die Strahlung sich da fortbewegt. Das könnte tatsächlich relevant sein für das ganze Feld von Indoor-Tracking. Ein bisschen expliziter zu werden, das ist eine ganz große Herausforderung momentan. Viele Firmen werden daran immer mehr interessiert, um eben so Radio-Tags zu tracken mit einer sehr hohen Genauigkeit. Das ist ein Markt, der von dem gesagt ist, dass er in ein paar Jahren sehr stark wachsen wird. Also eine sehr direkte Maßnahme wäre hier, also man könnte eben bereits existierende Systeme ausmessen. Also man hat irgendwelche Systeme gebaut, hat herausgefunden, das funktioniert jetzt nicht in einer Fabrikhalle, dann könnte man diese eindimensionale Antennen-Array nehmen und das dann ausmessen und man sieht dann, hier gibt es eine bösartige Reflexion und wenn ich das jetzt durch ein anderes Material aussetze, dann könnte das vielleicht besser werden. Das könnte also durchaus interessant sein, um eben ein Bild davon zu bekommen. Es könnte aber auch interessant als ein R&D-Werkzeug, also Research and Development, um diese Schemen besser zu machen. Und da gibt es noch viel Arbeit zu tun, denn momentan
Diese haben diese Schemen, sind zwar sehr erfolgreich, aber immer noch zufriedenstellend. Leute haben viele Sachen probiert, also man kann mit einer Kamera rumfahren und Barcodes scannen, man kann RFIDs nehmen, aber dann kann man sie nur in einem sehr, sehr nahen Bereich ausmessen und das ist nicht sehr geschickt für große Fabriken. Man kann auch jede Art von Beacons nehmen, man kann Schilder mit Ultraschall, Bluetooth und was auch immer beschriften, aber damit hat man immer noch das Problem mit der Bandbreiten und dann kriegt man eben immer noch Auflösung im Meterbereich. Hier kann man auch wieder das Ultra-Wideband-Trick nehmen, also mit einem sehr großen Frequenzbereich und da bekommt man dann tatsächlich Zentimeterbereich Auflösung. Das ist schon heute sehr, sehr erfolgreich, aber es kommt an einen sehr hohen Preis, denn das ist ein physischer Preis, diese Chips sind sehr teuer. Die Schilder kosten ungefähr 10 Euro oder mehr und das ist auch sehr, sehr stromhungrig. Also da muss eine Batterie mitkommen und diese Batterie muss alle paar Monate oder Jahre ausgetauscht werden. Das ist nicht sehr geschickt. Also es gibt hier dieses Ziel, dieses Ding mit passiven, also mit Passivschildern auszustatten. Also statt einem aktiven Sender möchten wir einfach nur etwas, das irgendetwas absorbiert. Und das leuchten wir eben etwas aus und nehmen dann den Schatten auf, den dieses Objekt verursacht. Momentan funktioniert das leider nicht. Man könnte es prinzipiell lösen, indem man zum Beispiel mehr Empfänger baut oder mehr Signalverarbeitung macht. Aber es ist nicht klar, welcher Weg der erfolgreichste wäre. Also anstelle das über Trial and Error zu machen, eine interessante Idee wäre zum Beispiel, diese komplette Wellenfront aufzunehmen, das Bild anzuschauen, zu verstehen, wie die Strahlung jetzt in typischen Gebäuden sich fortbewegt und welchen Teil des Signals man tatsächlich benötigt, um diesen Schatten am besten zu sehen. Und hier könnte jetzt unser Schema reinkommen. Man könnte diese komplette Wellenfront aufnehmen. Man könnte alle möglichen reduzierten Schemen aufzeichnen oder anwenden mit unseren Algorithmen. So, zusammenfassend, es ist eine interessante Technik, es ist kein wirklicher Sicherheitsaspekt. Im Städtebau oder könnte man es benötigen, aber im Indoor-Tracking wahrscheinlich eher kompliziert, aber Research and Development für Indoor-Tracking ist wahrscheinlich sehr brauchbar. Damit komme ich zum Schluss. Ich möchte jetzt hier noch die Person ehren, die meiste Arbeit hier geleistet hat. Philipp Holl hat die meiste Arbeit gemacht. Er war mutig genug, das für einen Bachelor zu machen. In einer Zeit, wo jeder davon irgendwie abgeschreckt war von dieser Idee und war sehr erfolgreich. So, das ist das Ende meines Vortrags. Ich möchte eure Aufmerksamkeit darauf lenken, dass man sich diese WLAN-Strahlung von einem ganz anderen Standpunkt anschauen kann. Das ist tatsächlich einfach nur Licht. Man kann sie hacken, indem man einfach diese Strahlung, diese gestreute Strahlung misst. Und wenn man es richtig macht, dann kann man tatsächlich wirkliche Bilder machen. Vielleicht nützlich für Tracking oder eben Städtebau, aber wahrscheinlich hauptsächlich einfach für Research and Development Werkzeug, um eben zukünftige WLAN-Applikationen zu entwickeln. Vielen Dank. We have 15 minutes for Q&A. Wir haben eine Viertelstunde für Fragen und Antworten. Hello, thank you for your talk. It was Hallo, really vielen Dank. Es war sehr interessant. Ich frage mich, ob man Wi-Fi-Linsen damit bauen könnte. Good question. Das ist eine gute Frage. Also
Wahrscheinlich ist es schwierig, vor allem wenn das eine physische Linse wäre. Man bräuchte erstmal das richtige Material, das könnte man wahrscheinlich machen, aber man müsste auch sehr groß machen, weil die Wellenfronten sehr groß sind. Aber nochmal, paradoxerweise gibt es tatsächlich viel einfachere Methoden, das zu machen. Wenn man einen Zug nimmt, irgendwo im Land, dann sieht man, dass heutzutage diese ganzen Satellitenempfänger sind sie nicht länger parabolisch, sondern sind eher flach. Einfach nur ein flacher Teller zum Beispiel. Und das kommt eben von virtuellen Linsen für diese Strahlung in diesem Frequenzband. So ein gewisser Array, wo man ganz sehr viele Empfänger hat und man verzögert dann dieses Signal elektronisch. Und das ist im Prinzip das, was eine Linse in dem Bereich macht. Und damit könnte man wirklich jegliche Art von Linse simulieren, einschließlich so einer parabolischen Linse. Aber in unserem Fall brauchen wir wirklich keine Linse, weil wir können jegliche Linse simulieren mit dem Computer. Und das haben wir uns auch überlegt. Man könnte irgendwie verschiedene virtuelle Linsen bauen und eben dann halt andere Aspekte anschauen. Aber elektronische Lösungen sind wahrscheinlich viel einfacher als eine wirklich physische Linse. Eine Frage aus dem Internet. Was ist deine Vorhersage? Wann können wir eine Kamera für andere Spektra wie Radio oder sowas erwarten? Technisch sehe ich keine Hindernisse. Also wie zum Beispiel Radiowellen oder solche. Aber ich glaube nicht, dass wir das in der nahen Zukunft für kommerzielle Geräte sehen, weil die Anwendungen halt sehr beschränkt sind. Aber vielleicht wird ein Labor das aufnehmen und tatsächlich machen. Das werden wir vielleicht in ein paar Jahren darüber lesen. Mikrofon 1. Hey, thank you for the talk. Vielen Dank. Weißt du, wie viel dieser Technik in einem normalen Router drin ist? Könnte ein gehackter Router solche Informationen über die Umgebung herausfinden für mich? Das ist eine interessante Frage. Also offensichtlich würde es nicht mit unserem Schema funktionieren, weil man eben einen Bereich abfahren muss. Aber man muss es in einem gewissen Bereich vielleicht mit anderen Schemen, die ich vorgestellt habe, benutzen. Aber ich weiß nicht, wie technisch einfach es ist, das zu tun. Man könnte es wahrscheinlich in ein paar Arten machen, aber die anderen Gruppen haben da Entwicklungskit für Router benutzt. Also es ist wahrscheinlich nicht sehr einfach, das zu tun. Oder wenn man mit einem Projekt kommen würde, dann ist es wahrscheinlich einfach so ein Entwicklungskit zu kaufen, die halt besser dedizierte Hardware dafür hätte, als ein handelsübliche Router. Diese Technologie sieht ein bisschen aus wie ein bistatisches Radarsystem. Was ist denn der Vergleich von einem Radarsystem am kommerziellen und dem hier? Ich glaube, ich sollte ehrlich sein und sagen, dass ich das nicht weiß. Also Militärradar nimmt sehr große Leistung und wir sind da wesentlich drunter, weil wir mit kommerzieller Hardware arbeiten, die so im Wattbereich sind höchstens. Und das ist ja ein Faktor von 1000, aber es gibt vielleicht fortgeschrittene Radare, die weitaus weniger Leistung brauchen. Wie lange hat das gedauert, um ein solches Hologramm aufzunehmen? Es hat eine Nacht gedauert. Wir haben es programmiert, als wir das Labor verlassen haben. Und als wir dann am nächsten Morgen wieder kamen und wir Glück hatten, war das Bild da. Also es hat so ungefähr pro Pixel vielleicht so eine Sekunde und die Pixel waren vielleicht 100 mal 100 Pixel in Größe. Das hat eine Nacht gedauert. Das ist natürlich ein großer Nachteil, so wie wir es jetzt hier haben. Aber es
einfach, das vielleicht zu verbessern. Selbst wenn es eben wenn man ein Array von ein eindimensionalen Array von Antennen hätte, also so einen Zauberstab, und dann fährt man es eben nur in eine Richtung oder vielleicht noch eine dritte, und dann könnte man diese Bilderfassung Faktor von 100 bis 1000 beschleunigen. Das ist also im Bereich von Minute bis so einer Stunde, um ein Bild von einem Gebäude zu bekommen. So in that case, wouldn't beamforming help? Because well, it würde das denn überhaupt helfen? And, this way you could also scan the signal you eliminate the space with. Man könnte das Signal aufnehmen, mit dem man den Raum beleuchtet. On the acquisition antenna array, was sind denn die physikalischen Dimensionen für die Aufnahmeantenne? Das ist ein guter Punkt, da haben wir uns auch Gedanken drüber gemacht. Also man könnte so ein Hybrid-Schema machen, dem man jetzt eben so scannt, um einen gewissen Raum abzuarbeiten. Aber man nimmt zum Beispiel mehrere Antennen, die jetzt eben das Inverse dieses MIMO-Arrays sind, das man in kommerziellen Routern hat. Also man könnte messen, wo das Signal herkommt, im ganzen Bereich von zweidimensionalen Richtungen. Und dann wäre das vielleicht möglich. Also man könnte das vielleicht ziemlich beschleunigen. Und wenn wir also die passive Ortung in diese Richtung gehen möchten, dann wäre die Lösung wahrscheinlich so etwas. Man hätte ein paar fortgeschrittene Antennen mit sehr guter Richtungsempfindlichkeit und mehrere davon sehr strategisch platziert in dem Raum, dann wäre das wahrscheinlich hinreichend, um die ganzen Informationen zu bekommen, die man braucht, um die Emitter zu sehen. Das, was ich mir vorgestellt habe, ist ein kleineres Array mit vielen, so 8x8. Und das ist im Prinzip ein Phased Array. Sowas wie ein Radar auf Steroiden. Ja, richtig, richtig. Das ist eine realistische Sache, die man machen könnte. Also, wenn man jetzt das ist Holographie-Verarbeitung macht mit diesen Daten, dann gibt es sehr grobe Auflösungen, weil sie eben nur so kleine Auflösungen hat. Aber wenn man das kombiniert mit dem Scannen an nur sehr strategischen Punkten, dann wäre das wahrscheinlich hinreichend, um gute Bilder zu bekommen, ohne dass man jetzt eine komplette zweidimensionale Ebene abscannt. Noch eine Frage aus dem Internet. Habt ihr außer dem Paper auch noch was anderes publiziert? Hardware-Diagramme, Software, Source-Code? Wir haben es nicht veröffentlicht, aber wir haben eine sehr ausführliche Zusatzmaterial veröffentlicht, wo wir jedes Detail beschreiben, wie wir diese Aufnahme gemacht haben. Und auch Referenzen für die ganzen Hardware, die wir benutzt haben und die ganzen Pläne. Und wir haben schon sehr viele Anfragen von Hackern und Studenten bekommen, die das nachbauen wollen. Und natürlich schreibt uns einfach eine E-Mail, dann sind wir sehr bereit, all diese ganze Software und Informationen herauszugeben. Microphone 3. Hello. You had the simulation of the antenna array. Du hattest eine Simulation eines Antennenarrays in der Decke des Gebäudes, aber er hat gesagt, das ist zu teuer. What happens if you, you know, construct a new building? Was ist denn mit einem neuen Gebäude? Und wenn man von Anfang an das gleich mit reintut? Ja, es ist wahrscheinlich nicht so, das Gebäude neu auszustatten, was so teuer ist. Es ist einfach diese physische Array von Antennen, die man hier dafür brauchen müsste. Wenn Dinge mit der Quadrat der Pixelnummer ansteigt, dann wird es sehr schnell sehr teuer. Jede dieser Antenne würde nur 10 Cent kosten, aber wenn man jetzt 1000 mal 1000 Pixel Gitter haben möchte, dann bleiben da 100.000 Euro nur für die Elektronik, um das Signal aufzuzeichnen. Und das wäre sehr großes Hindernis für eine praktische Implementation. Microphone 4. Yeah, given that it's relatively easy to put wireless PHY into continuous wave mode. Da es einfacher ist, ein Wi-Fi-Router in continuous wave, also kontinuierliche Wellenaussendung. Also den Router in einen continuous
einen Modus zu setzen, anstatt eine Videorunde zu lasen. Aber für unser Schema spielt es keine Rolle, weil wir die ganzen Bitmuster einfach eh nicht benutzen. Wir haben damit angefangen und wir haben ein Modell gekauft, mit dem wir das nicht machen konnten. Und dann haben wir sind einfach dazu übergegangen, einfach ein großes Video runterzulassen. Für uns hat das nichts ausgemacht. Für zukünftige Implementationen wäre etwas sehr Wichtiges, eben zu dedizierten Sendern zu gehen. Also wenn wir so ein Ultra-Wideband-Emitter hätten, dann würden die Bilder wesentlich besser aussehen. Und dieses Nachfolgeprojekt wäre da sicher sehr interessant zu tun. Hättet ihr nicht Antennen und Kabel drucken können? Und dann oben auf ein Lager drauflegen? Ja, das wäre vielleicht möglich, aber sobald man diese Antenne eben auswählen müsste, dann braucht man eben einen Switch und das ist ein Halbleitergerät und das wird halt teuer. Ich bin kein Elektrik-Ingenieur, aber ich sehe jetzt keinen direkten Weg, das irgendwie komplett passiv zu machen, wo man nur Antennen hat. Das wäre wahrscheinlich möglich, aber dann wäre das Gitter eben etwas sehr Machbares. Aber man braucht halt, wenn man an jedem Punkt einen Switch braucht, dann wird es wahrscheinlich viel zu teuer. Mikrofon 3. Yes. Would you think it is feasible to turn this around and use a transmitter array? Like, glaubt ihr, dass es möglich ist, das umgekehrt zu machen, ein Sender-Array zu bauen und das mit einem Empfänger zu empfangen? So to invert that, to have something, um das zu invertieren, also etwas zu haben wie ein holographisches Gitter, das jede Wellenfront zu generieren, die man will. Also man hat einen Empfänger und viele Sender und ich schaue mir das an. Ich glaube, das wäre im Prinzip möglich, weil, wie du sagst, das ist einfach nur das Inverse von unserer Herangehensweise. Wenn man die 1:1 austauschen könnte, dann wäre es natürlich, aber das wäre natürlich wesentlich teurer, weil Sender sind viel teurer als Empfänger. Aber im Prinzip soll das machbar sein, ja. Ein ESP kann ich für 3 Euro kaufen, wenn ich 100 Stück davon in eine Reihe rein tue. Das ist vielleicht etwas, was unsere Kollegen gemacht haben. Die hatten tatsächlich also Arrays von Sendern und die konnten sie so einstellen, dass man den Strahl irgendwie einstellen. Sie haben eher für Reflexionen gesucht, anstatt jetzt das Signal an einem Punkt zu untersuchen. Aber man kann es natürlich auch andersrum machen, ja. To modify your setup for different Wi-Fi standards, like möchtet ihr das für andere Wi-Fi-Standards verändern? No, we wouldn't. And we actually Nein, das müssen wir nicht. Wir haben diese Experimente mit sowohl 2.4 GHz und 5 GHz WLAN gemacht. Das 5 GHz sieht ein bisschen besser aus in den Bildern, weil die Wellenlänge eben kleiner ist. Das heißt, man kann da mehr Details sehen. Aber das Schema macht keine Annahmen über den Standard, den man nimmt. Und man kann es für jeden Standard anwenden. Das ist in der Tat etwas Interessantes für die Zukunft, denn sowohl die Bandbreite als auch die Frequenz von diesen kabellosen Kommunikationssystemen wird wahrscheinlich erhöht in zukünftigen Implementationen. Also Leute reden von auf bis zu 60 GHz hochzugehen und damit könnte man dann tatsächlich Bilder mit einer Millimeterauflösung sehen. Und wenn die Bandbreite damit wächst, mit wesentlich weniger Flecken, wie wir jetzt haben, dann wäre das die ganze Sicherheitsapplikation wahrscheinlich wesentlich interessanter. Kannst du ein kleines Array von Antennen in jede Ecke eines Gebäudes stecken und das dann aufnehmen und damit die Position einer Quelle innerhalb des Gebäudes durch die Differenzen von diesen Arrays herausfinden? Also ohne Arrays wird das schon gemacht. Das ist, wie viele dieser Indoor-Positionierungssysteme funktionieren. Also man misst Signalstärke an verschiedenen Routern im Gebäude. Das könnte man natürlich machen, aber ich glaube, dass
diese Antennen aufzublasen zu Antennengittern ist wirklich sehr interessant zu tun. Also wie ich gesagt habe, so etwas Hybrides. Also man hatte strategisch ausgewählte Positionen, aber da hat man nur kleine Antennengitter. Das wäre wahrscheinlich die Lösung, um es wirklich nützlich zu machen. Für kommerzielle Applikationen zum Beispiel. This is going to be the last one. Sorry, yeah, just one quick question. What you do sounds very similar to what radio telescopes do. Was ihr da macht, klingt sehr ähnlich nach einem Radioteleskop. Habt ihr mal mit den Astronomen gesprochen? Nicht in Bezug zu diesem Projekt. Ja, es ist, stimmt, ja, es ist sehr ähnlich. Sie machen es jetzt dasselbe und auf einem globalen Skala. Sie verknüpfen verschiedene Teleskope auf verschiedenen Kontinenten und sie glauben, also sie möchten eben Arrays auf Kilometerlänge bauen. Wir haben mit denen jetzt noch nicht geredet, weil die wahrscheinlich genau das machen, was wir machen. So eine Art und Weise werden es in einer eher beschränkten Weise machen, weil sie sich eben auf sehr beschränkte Ziele fokussieren und dann eben Beam-Scanning machen. Aber es ist in der Tat eine ähnliche Herangehensweise. Wir gehen hier mit SKA in den Bereich von Tomographie, 21 Zentimeter. Und da sind sehr weit fortgeschrittene Algorithmen, weil die Signal-to-Noise-Ratio sehr hoch ist. Definitiv eine gute Idee, aber ein wichtiger Unterschied ist, sie schauen eben Signale an, die unendlich weit weg sind vom Empfänger. Das ist also eine gute Idee und wahrscheinlich sollten wir uns das anschauen, ein zweites Mal, aber also als wir es gemacht haben, sah es aus, als man schaut sich die kohärente Optik-Paper an und es ist nützlicher, wenn man dreidimensionale Sachen rekonstruiert, die sehr nahe zum Empfänger sind. Aber die haben sind wahrscheinlich sehr gut im Sparse Sampling und Abschätzungsschemen, wenn man sehr rauschende Daten hat. It's about machine check proofs in everyday software and hardware development. Der nächste Talk hier ist in einer Viertelstunde und jetzt nochmal bitte einen Applaus.